Watts, forward, Creighton University, 25 years old. Dane Watts wechselte im Sommer vom schwäbischen Rivalen aus Tübingen nach Ulm. 2,3 Meter groß und 102 Kilo schwer ist der Ulmer Neuzugang. Watts war ein Wunschspieler von Headcoach Thorsten Leibenert. Zunächst einmal ist er ein hervorragender Typ. Wir haben einen wahren Charakter mittlerweile mit ihm hier in Ulm. Ich bin sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Schon 3 Bundesliga-Jahre hat Watts auf dem Buckel. Vor seinem Engagement in Tübingen ging der 25-Jährige für Ludwigsburg auf Korbjagd. In Ulm soll Watts vor allem seine Allround-Fähigkeiten ins Team einbringen. Er ist ein extrem vielseitiger Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann. Ich mag die Tatsache, dass er auf den beiden großen Positionen einsetzbar ist, nicht nur auf der Power-Forward-Position, sondern auch auf der Center-Position. Er ist sehr physisch, aber er hat auch eine sehr gute Athletik und auch noch einen guten Wurf dazu, also hat er eigentlich alles, was man braucht. Seine Wurfqualitäten stellte Watts beim letztjährigen All-Star-Day der BBL unter Beweis, als er beim Dreier-Shootout den 2. Rang belegte. In der vergangenen Saison gehörte der US-Amerikaner außerdem zu den besten Reboundern der Basketball-Bundesliga. I just think I'm an aggressive player. I play with a lot of energy, a lot of heart and passion, and just try to work hard and, you know, do whatever the team needs to win. Große Töne sind nicht die Sache von Dane, der zusammen mit seiner Ehefrau Coco nach Ulm gezogen ist. Sich selbst beschreibt er als gelassen, was Teamkollege Per Günther und Headcoach Thorsten Leibenert bestätigen. Er ist ganz nett, ganz lustiger, ruhiger Typ. Er auf jeden Fall sehr umgänglich. Er ist sehr ruhig. Introvertiert, aber wenn es dann ums Spiel geht, dann wacht er auf und dann weckt er auch die anderen und sorgt mit seiner Begeisterung dafür, dass jeder noch mal einen Tick mehr gibt. Am kommenden Sonntag wird Dane besonders motiviert sein. Beim Derby in Tübingen kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Team. Und auch auf den Empfang der Tübinger Fans ist er sehr gespannt. Every year I've been a part of this derby. And you know, the fans enjoy it and the players enjoy it, and it's probably the best atmosphere outside of a playoff situation that you can get. So we're expecting it to be really intense. I think they respected what I did there, but now I'm also the opponent, so you know, I wouldn't be surprised if they cheer against me. Womit Dane übrigens gut leben könnte, sollte Ratio Farm Ulm gewinnen. Denn wieso Ulm den Sieg holen wird, weiß er schon jetzt. I think that we want it more. I think that we're a solid team and we play together. And I think we're going to do whatever it takes to win.